Für die Pandemie kann Angela Merkel nichts. Angela Merkel kann nach einer gefühlten halben Ewigkeit der Kanzlerinnenschaft aber sehr viel für den Zustand des Landes und die Haltung, mit der Deutschland der Pandemie begegnet. Merkel-Fans haben lange von ihrer Besonnenheit, ihrer Rationalität, ihrem Pragmatismus geschwärmt. Diese Eigenschaften hören sich in Ingenieursdeutschland, wo Politik mit Gegenwartsverwaltung verwechselt wird, vielleicht rein positiv an. Im 21. Jahrhundert aber fehlt schmerzhaft eine Vision. Und eine Kanzlerin und eine Regierung, die wissen, dass das dieser Winter ist hart. Aber wir haben unser Ziel klarer vor Augen, immer klarer, sagt Merkel in der Regierungssache. Es gehe mehr zu und zu, sagt Jens Spahn bei Anwälten. Markus Söder beschreibt die Problemlösungsattitüde der Bundesregierung in Deutschlandfunk. Aufsicht fahren ist das Einzige. Merkels Politik ist schon immer, Probleme lösen, wenn sie auftreten. Bloß keine zu großen Ziele, schon weil der Vorteil eines erreichten Ziels viel kleiner ist als der Nachteil eines nicht erreichten. Kurz, Fahrenaufsicht. Aber jetzt hat Angela Merkel sich Verfahrenaufsicht. Durch Corona ist offensichtlich geworden, wie schädlich, wie unklug, wie gefährlich die vollständige Abwesenheit einer politischen, gesellschaftlichen oder sonst einer Vision. Sascha Lobo, Pfeil nach rechts, Foto, Urban Zintel, Jahrgang 1975, ist Autor und Strategieberater mit den Schwerpunkten Internet und digitale Tech. 2019 erschien bei Kiepenheuer und Witsch sein Buch Realitätsschock. 10 Lehren aus der Gegend. Seinem Debattenpodcast reagiert Lobo auf Zuschriften zu seinen Kolumnen. Es gibt überraschend offen der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus zu, einer der mächtigsten Männer der CDU. Wir brauchen eine Jahrhundertreform, vielleicht sogar eine Revue, und zählt 5 Bereiche auf, die dringendst einer umfassenden Modernisierung bedürfen, nämlich Verwaltung, Digitalisierung, Bund-Länder-Kooperation, Bildungssystem und Katastrophe. Wenn das Land nach 16 Jahren Merkel mit fast durchgehender wirtschaftlicher Hochphase eine Jahrhundertreform braucht, wie beschämend wenig muss denn in der Zwischenzeit passiert sein? Digitalisierung torpediert. Für die Digitalisierung kann ich diese Frage am leichtesten beantworten. Es ist regierungsseitig vielleicht sogar weniger als nichts passiert, denn faktisch haben die verschiedenen Bundesregierungen Merkel die Digitalisierung verwässert, verhindert oder von der digitalen Infrastruktur über ein digitales Gesundheitssystem und eine digitale Bildungslandschaft bis zur digitalen Verwaltung wechseln sich Ausfälle und Totalausfälle ab. Nach 4 Jahren Merkel hätte das noch Zufall oder Pech sein können, nach 16 Jahren ist es Absicht. Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid hat 2019 im Spiegel-Interview ihr großes Erstaunen über die Nicht-Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Sie hat dabei vorgerechnet, wie weit Estland vor Deutschland liegt. Wir reden also über einen Abstand von knapp 20 Jahren. Wir haben nicht damit gerechnet, dass große Volkswirtschaften es sich erlauben würden, bei der Digitalisierung so weit zurück. Ja, wir haben auch nicht damit gerechnet, Frau Kaljulaid. Oder eben doch, denn von diesen 20 Jahren fanden 3/4 während der Ära Merkel statt. Denn Fahrenaufsicht bedeutet automatisch, der Zukunft weniger Zeit, Geld und Energie zu widmen. Zukunft war bei Angela Merkel immer Verhandlungsmasse. Für die Pandemie hat das viele sehr konkrete Auswirkungen. Die katastrophale Impfsituation zum Beispiel, die Merkel noch immer hinter Europa gelabt, wie das Covid-19-Impfstoff-Fiasko den Mythos der deutschen Effizienz entlarvt, lautet die Überschrift der aktuellen Abrechnung des britischen Deutschlandjournalisten James Jett. Fast jeden Tag werden neue Details bekannt, die dieses Fiasko greifbarer machen. Spiegel empfohlener redaktioneller Inhalt. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Effizientes Impfen. Die Süddeutsche Zeitung hat recherchiert, warum eigentlich so viel Impfstoff von AstraZeneca unverimpft bleibt. Um mit den Worten des beteiligten Journalisten Christian N. zu sprechen, wir dachten zu Beginn der Recherche, die Leute würden AstraZeneca ver- Wichtigster Grund für die Rückstände ist aber offenbar, die meisten Leute unter 65 mit Prio 1 sind. Es wurde versäumt, rechtzeitig Leute aus Gruppe 2 einzuladen. Ist das Merkels Schuld? Vermutlich nicht. Dir gehört das in Merkels Verantwortungsbereich? Vermutlich ja, denn solche und ähnliche strukturellen Probleme finden sich quer durch die Pandemiebekämpfung, und immer wieder stößt man auf Ursachen, die zum Beispiel in der mangelhaften Digitalisierung der Verwaltung wird, die wiederum basiert auf Merkels unwilligen.
mangelnde Mathekenntnisse. Viele Mediziner verstehen selbst grundlegende Statistiken nicht. Ein Interview von Philipp Kolbruch, schottische Studie. 94% weniger Krankenhausaufenthalte nach einer Dosis AstraZeneca. Die fehlenden Investitionen in die Zukunft aber sind letztlich in der Abwesenheit einer Vision für dieses Land. Es hätte so viele Möglichkeiten für eine Deutschlandvision gegeben. Merkel hat an jeder ein Aber gehängt und sie am langen Arm verhungert. EU, aber nicht so richtig. Digitalisierung, aber in den Grenzen von 1997. Sogar die Menschlichkeit, die sich nach der Flüchtlingssituation von 2015 zu einer humanistischen Vision hätte entwickeln können, ist spätestens mit Frontex und Moria geraten. Geburtsdaten bei der Impfeinladung mit am lustigsten und traurigsten zugleich beim Pandemieversagen Deutschlands ist, dass bei der Einladung eines Teils der Impfgruppe 1, vor allem Menschen über 80 Jahre, in Niedersachsen zwar die Adressdaten vorlagen, nicht aber die Geburtsdaten. Deshalb hat die Deutsche Post, Dienstleister für die Aussendung der Impfeinladung, das jeweilige Alter der Personen beraten. Anhand des Warum wurden nicht auf die Daten der Meldeämter zurückgegriffen. Die Begründung des zuständigen Ministeriums dafür taumelt irgendwo zwischen erstaunlich, absurd und unverschämt. Man habe die Behörden mitten in der Corona-Krise nicht mit dem Zusammenstellen von Adresslisten. Was kommt als nächstes? Dass man die Feuerwehr während eines Brandes nicht mit den anstrengenden Löscharbeiten belasten will? Dass aber die Zusammenstellung einer Adressliste nach Alter überhaupt eine Belastung für eine Behörde darstellt, ist eindeutig ein Organisations- und Software- und damit ein Problem. Das, liebe Grüße an die estnische Präsidentin an dieser Stelle, an der komplett verknallter KLTN-Digitalisierung der Verwaltungen. Hier gehen die Bundesländer des Föderalismus wegen oft eigene Wege, aber dass der Bund so geringe Durchgriffskraft auf viele Verwaltungsstrukturen hat, liegt auch daran, dass Merkel sich bisher nicht wirksam darum gekümmert. Ralf Brinkhaus hatte ja eine Revolution auch in der Bund-Länder-Kooperation gefordert. Ein Euphemismus für die lange bekannte, von Merkel kaum adressierte Dysfunktionalität des bundesdeutschen Bockwurstfüllers. Die Pandemie ist spätestens seit dem Herbst 2020 weder für Krisenkanzlerin Angela Merkel noch für den deutschen Föderalismus eine Werbeveranstaltung. Anzeigetitel: Realitätsschock. 10 Lehren aus der Gegenwart. Herausgeber: Kiepenheuer und Witsch. Seitenzahl: 400. Autor: Lobo, Sascha. Für 22 Euro kaufen. Preisabfrage. Zeitpunkt 24.02.2021 21:38 Uhr. Keine Gewähr. Icon. Info bei Amazon bestellen. Icon. Amazon bei Thalia bestellen. Icon. Thalia. Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision von mehr Informationen dazu. Hier vielleicht kann man die Gefahr des Fahrens auf Sicht am besten an einem Massenphantasma erkennen, nämlich der Inzidenz-Esoterik, entstanden vor allem durch Plan und kopflose Kommunikation. Anfangs sprach die Kanzlerin von der 7-Tage-Inzidenz von 50 als dem entscheidend, dann häuften sich regierungsseitig die Meldungen mit der 35 als Grenze. Aber stets klang mit, dass dann irgendwie alles gut werden könne. Lockerungen, Öffnungen, Rückkehr zur Norm. Beide Zahlen sind allerdings keine wissenschaftlich bestimmten Werte, sondern willkürlich festgelegt oder besser. Welche Inzidenz können die Gesundheitsämter bewältigen? Die Bundesregierung hat grob überschlagen, ab welcher Zahl von Infektionen die Gesundheitsämter wohl überlastet wären und deshalb die Ansteckungsketten nicht mehr nachverfolgen könnten. Das Ziel ist ja nicht, einen bestimmten Zahlenwert zu unterschreiten, sondern die Pandemie in den Griff. Es gibt allerdings ein Datum, das einen Hinweis darauf liefert, wie gefährlich der Glaube an einen endlich alles wieder normalisierenden Inzidenzwert ist. Juni 2020. An diesem Tag lag die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 2,5. Über Wochen lag der Wert unter 10, aber die entscheidende Frage ist doch, was wollen wir mit einem Inzidenzwert von 50, 35 oder auch 20 oder 10, wenn die Gesundheitsämter nicht einmal bei 2,5 die Pandemie haben kontrollieren können? Es sind ja immer noch die gleichen Gesundheitsämter, die dementsprechend immer noch zu langsam und zu digital arbeiten. Das ist die Quittung von Merkels elenden Warenaufsicht. Deutschland gehört zu den am wenigsten digitalen Ländern Europas, was das Gesundheitssystem an, und das hängt mit der jahrelangen Weigerung Merkels zusammen, ausreichend viel Geld in die Hand zu nehmen, um weitreichende Reformen, was wiederum in einer schlichten Wahrheit begründet liegt. Wer Reformen in der Größenordnung einer Revolution, Brinkhaus, CDU, plant, braucht eine Vision, wo es hingehen soll. Aber, Merkel, Icon, der Spiegel.